Willkommen zurück hier mit dem Spiel Fegeli gegen SC Gaming, zweite Map der E-Mail und leider B2, denn eigentlich gibt es eine neuere Version schon von der Map, wo der B-Spot ein bisschen anders ist, aber man spielt hier noch die zweite Bitter-Version, die man auch unterhalb der Saison sehen konnte. Finde ich ein bisschen schade, aber na gut, kann man nichts machen. Ich habe gehört, Fegeli hat knapp einstellig verloren gegen ESC in der ESEA. Stimmt, ich hatte auch nachgeguckt. Können gleich nochmal die Ergebnisse durchgeben. So, Fegeli konnte hier CT anfangen. Konnten die Seite wählen. Muss mich gerade mal ein bisschen an die Overview wieder gewöhnen. Will ich schon eine ganze Ewigkeit nicht mehr gesehen. ESC baut aber auf jeden Fall Richtung A auf. Und Lord ist am Schacht ready. Geht gleich Katze hoch. Oh, wo geht der Mantis da down, ne? Boah, gut auseinandergenommen am Spot. Schöne Smokes auch. Asmo rennt durch. Komm schon. Schade. Er rennt doch. Nur mit als einziger einfach da durch. Okay, wir aber von hinten jetzt. Ich höre die Bombe irgendwie gar nicht. Ah, der SC steht da viel zu gut. Und jetzt Dizzy kann auch nichts mehr machen in der Smoke. Toll. Was ein Shot noch. Schade. Aber die nächste Pistol geht an ESC, somit 3-0 hier in den Pistol-Statistiken. Bisschen schade. Würde mal interessieren, wie viel die Leute so diese Map hier vor allem trainiert haben oder so Cash. Lass doch mal kurz versuchen rauszufinden. Zweifel irgendwie daran, dass es so viel trainiert bei uns wurde. Läuft das ja alles über Facebook. Ach so, ja, schon. Deswegen kann man hier gucken. Jetzt hier keine Probleme mit der Echo. So, die Saisonergebnisse. ESC konnte beide Male gewinnen, einmal gegen Absolute Legends und das andere Mal gegen Fegeli. 16-9 das Ergebnis gegen Fegeli, 16-5 gegen AL und Fegeli hingegen, wie gesagt, gegen ESC verloren und gegen Fnatic gewonnen mit 16-6. Da war es aber noch nicht das gute Fnatic. Ich habe jetzt mal so an die 40-50 Posts von ESC durchgeguckt und speziell Mail gesucht haben die jetzt nicht. Und Fegeli? Oder Cash auch nicht. Das kann ich auch mal kurz durchgucken. Sekunde. Krass, Fegeli sogar die Überzahl gerade. Zwei SC-Spieler sind low, die können vielleicht diese gleich noch Eco gewinnen. Ja, ich guck mal wieder. Fegeli hat also auch eine spezielle Mail gesucht. Okay. Ist natürlich schwer zu sagen, weil die meisten suchen ja nur für Zeiten. Oh, sind wir jetzt am Schacht hoch? Nein, aber es sind so low. Wenn Kirby das reell gewinnt und er gewinnt's. Ja, aber oh, sieht doch gut für SC aus jetzt im Endeffekt. Ja, jetzt leider doch. Ah, ist natürlich schade, ey. Simon hätte auch zwei haben können. Oder der Spotspieler, ich weiß gar nicht, ob das Simon gewesen ist. Ja, kann gut sein. Boah, er sieht den Kopf, Kirby. Lol. Was macht die Runde ist immer noch offen. Nice, nice, Alter. Aber kein Sie haben Kit. Keinen Kit, nicht vergessen. Oh, oh mein Gott. 3 HP. Oh, den hätte das nur haben müssen. Ah, das ist bitter. Oh, das ist ja natürlich fett gewesen, ne? Aber ich meine, so oder so kostet die Runde viel Geld für ESC. Ja. Lässt zumindest hoffen auf die Equipped Drones. Doppel-AWP. Kirby wird wahrscheinlich am B direkt Ave spielen. Kirby mit Ave, cool. Ich habe noch nie gesehen. Spielt sie Mitte, oder? Spielt sie Mitte, ja. Mantis am B. Natürlich sehr, sehr teuer, wenn man jetzt die Runde abgeben sollte. Asmo hat einen rüberlaufen sehen. Sehen, ob ein Mantis da reinläuft. Boah, sehr gut hittet ihn. Also hat ihn geholt.
Die sie zusammen mit Simon Ehrlich da gesagt mit sagen, ich habe die Nick. Map noch nie gespielt. Ich bin gerade mal auf Mantis draufgegangen, wie das da aussieht. Der Ich kenne nur die Baseball-Film wäre ganz, interessant. ja, ich kenne nur die ganz alte Version halt. Also diese normale. Bin abgeändert hier. Wie gesagt, in der. Es gibt eine neuere Version schon von der Map und da ist der Baseball noch ein bisschen anders. Pascha geht jetzt mit Ave vor einer Katze, ganz gefährlich. Und auf Tuscan auch immer gerne gemacht. Aber es Weiß nicht, steht ob das eigentlich so ganz. intelligent ist, was Dizzy da macht. Wohl, vielleicht doch. Ja, Er sieht den man. Kopf nicht, ne? Nee, ich glaube nicht ganz. Hier müsste ich, glaube ich, hochspringen. Ja, das ist ja fail, weil Pascha Ja. ist ja durch. Boah, er ist jetzt zur Mitte durch. Und Simon kann da nur einen Aber machen. die Runde sieht gut aus. Schön. Boah, schön. Schöne Shots von Kirby. Ja, wie der AWP-Spieler hier. Ja, geh mal auf dem. Macht es. Flieg mal auf dem B-Spot. Jo. Diese Leiter ist zum Beispiel weg. Und Die wenn du. Leiter, die da hochgeht an der Brücke. Genau, und wenn du von T-Seite da diesen Eingang reinkommst, der ist erstens ein bisschen breiter in der neuen Version. Und zweitens, wenn du reingehst, kannst du direkt rechts, gibt es so Treppenstufen hoch auf dieses Plateau. Also es ist ein bisschen anders und wie gesagt, der Eingang ist halt wesentlich breiter. Das macht Ach Sinn so, natürlich da für die. meinst du die Leiter? Ah, ich seh's. Und. Ich dachte, du meinst außen an der Brücke. Nee, nee. Oh. Die Leiter eben Spot. Und wie gesagt, Und der wie Eingang gesagt. ist halt breiter, das macht es für die Terrors ein bisschen einfacher, da raufzukommen. Sind sie nicht so ganz eingeengt. Ich sag mal so, wenn Tuscan rauskommt, ist die Map eh ganz schnell tot, Das würde stimmt ich auf mal jeden sagen. Fall. Boah, erstmal muss aufpassen. Boah, am Gitter schon einer. Boah, ey, Ah. mach den. Mach den nicht low, ne. Oben 2 AP. B ist noch ganz Aber gut Faculty gedeckt. steht ganz Ja, akzeptabel. Dizzy ist schon sehr weit Katze unten. Hat super viel Ne, Kontrolle. Kirby steht fail, ein bisschen. Ja, ist Oh, nice, egal. Sie Dizzy. können nicht. Oh, Dizzy, nice. Boah, jetzt mach. Was macht? Oh LOL! mein Gott, ist das ein Ernst? Sag mal. Hä? Warum schießt er denn auf Ja, den da hinten? er hat halt versucht, zwei zu holen, aber das war ja völlig unrealistisch. Mit einer Ja. Colt kann er ja da keinen One-Shot machen. Oh Mann, Alter. Alter. Warum wollte ich nicht einfach den vor. Boah, nee, ey. Wie kann man sowas abgeben? Alter, das gibt halt jetzt erstmal eine Eco. Das ist halt mega behindert. Also die Runde geht es sowas von auf seine Kappe. Ja, er hat's halt schon klug gespielt, aber er hat Ja das klar, halt dass er einfach kurz übernommen. wartet, ist vollkommen okay. Aber dass du den dann versuchst, da hinten zu killen erst. Mit einem M4 hast du schon recht. Dann einfach den vorne close. Rumziehen, vielleicht auf den zweiten Haufen. Ich meine, Boah. der drüben, der rafft eh nicht Nice direkt. von Benny. Ja, Runde. Aber trotzdem abgegeben. Eigentlich sogar noch wichtig, beide zu killen. Schade. Schafft er Hätte er nicht. sogar schaffen können. Na, Weil stimmt. ESC hat auch gar nicht so viel Geld, wenn die Genau. beide down gehen. Können jetzt natürlich beide eine Waffe droppen. Macht's jetzt einfacher. Oder doch nicht. Ja, sie droppen beide aber. Naja. Faculty muss einmal sparen. Geld war total falsch angezeigt. Auf Tab. Wird sich alles geändert nach der Runde. Ja, Faculty wird eine Spar einlegen. Aber danach heißt es dann auch nicht Doppel-AWP. Jetzt gerade gemacht haben. Oh, Lord macht auch ein krasses Spiel, oder? Der war eben Ja, schon auf das 2 der hat richtig mir auch gut. auf Inferno gegen Very Games am besten gefallen. Gefällt mir das super. Auch wenn der dort jetzt vielleicht ein bisschen dumm gestorben ist. Seine Mates sind da. Mantis ist noch ganz coole Pose. Wenn er reinlackt, holt er 2. Oh ja, er holt 2, sag ich. Ah, schade, Mann. Pasha too strong. Pascha 20. So, mal sehen, ob sie sich trauen, auch mal einen Push hinzulegen. Mit runter in die Lobby. Oh, die Runde war halt so fail, ne? Auf jeden Fall. 3 Runden wieder gekostet. Das ist echt ärgerlich da. Zweimal hat wirklich vorhin mit der Super Eco hat man echt viel Geld ESC aus der Tasche genommen. Wo ist Kirby gestorben? Mitte unten direkt Okay. Headshot bekommen. Er ist allein Mitte runter oder was?
mal, was Mantis da macht. Okay. Ich dachte schon, der bleibt da stehen. Oh, Katze sind sie durch. Boah, Simon hat's gesehen. Aber Daisy guckt wieder auf diese Posi. Ja, er sieht da auf jeden Fall scheinbar den Posi. Aber Punkt nur, wenn sie so close kommen, sieht das. Oh, wir haben ja eben gesehen, hinten sieht das nicht. Alter. Sie halten halt nichts richtig irgendwie. War ein bisschen problematisch, dass Kirby jetzt unten der First Track war. Ja, Pascha, einfach mal, wo Pascha steht. Sie haben keine Chance, die Runde zu gewinnen. Warum ist er da allein und warum spielt man nicht gemeinsam irgendwie einen Push? Warum geht er da allein runter? Ja, der Sinn war ja, dass der Mitte oben ihn halt gedeckt hat. Ja, okay. Der B-Vorraum abgesmoked und er sollte dann da halt den Frag ziehen. Ja, aber dann muss halt auch B pushen. Ich meine, warum sie da nicht Z runter pushen, verstehe ich da nicht. Keine Ahnung, B kann ein bisschen Druck mit einer Flash machen, aber ja, muss ja nicht pushen. Ja. Er war ja gedeckt von links, erstens mit der Smoke und zweitens hat er mit der oben ihn gecovert. Und dann verliert einfach das 1 gegen 1 Duell. Ist halt schade, ne? Eigentlich macht man so einen Push auch mit einer Ave. Zumindest auf Tuscan würde ich so machen, wenn man nach rechts zielt. Aber gut, ich will ihm da jetzt keinen Vorwurf machen. Man macht er den Headshot, kommt er halt weg und es ist 5 gegen 4. ESC kann danach eigentlich auch alles spielen, was sie wollen. Boah. Hat er danach einen Schuss gegeben? Oh, schon wieder. Dizzy macht den Fleck. Warum geht er denn nicht einfach weg auf den Spot? Du mal noch einen Headshot bekommen? Boah, das sind alle low, ey. Ja, schon wieder so eine richtig knappe Runde. Ah, jetzt ist es nur noch Asmo. Ey, wenn sie die jetzt... Ekos sind knapper als die Waffen unten. Ja, wollte ich mal sagen. So, jetzt alle im 4. Mein ESC macht's auch irgendwie klug, finde ich. Die spielen einfach ganz langsam, sie spielen kaum Strats und sie nutzen halt einfach so den individuellen Skill aus, ja, den sie haben gegen Faculty. Da haben sie natürlich halt den Vorteil auch mit der Erfahrung und so. Schon wieder Katz, glaube ich, gestorben, oder? Ja, war Katz offensiv, wenigstens Mantis. Refrag am B. Asmo steht auch noch gut am B, aber ich glaube mal, ob man den A jetzt zu 2-2 halten kann, wenn sie da hingehen. Wenigstens blocken sie die Katze jetzt mal ein bisschen offensiver. Lassen sie da nicht so weit hochkommen. Lord haben B jetzt weggesmoked. Faked da ein bisschen. Die Bombe ist noch Lobby unten. Asmo steht gut. Er hört ihn. Er müsste ihn hören, oder? Ja, kann man natürlich nie so wissen, wie so die Lautstärke auf dem Event ist. Im Internet hätte er ihn auf jeden Fall gut gehört. Jetzt wird es natürlich problematisch, denke ich. Boah, schön, das hat schön schönes gemacht. Timing, ja. Sehr schön von Kolby. 40 Sekunden noch. Aber Lord entscheiden jetzt, dass er Mitte hochgeht. Schade. Oh, und jetzt ist nur noch Simon allein im Spot. Aber Simon, guck Mitte jetzt nicht umdrehen, bitte. Boah, Lord. Jetzt hat er ein Problem am Spot. Muss hier Richtung zwei Seiten gucken. Oh Gott. Ist die Runde drin. Oh! Alter, krass. Aber er kann die Bombe legen. Er hat auch noch eine HE. Hoffentlich sitzt sie gut. Ne, oh, die sitzt überhaupt gar nicht. Aber er weiß, wo er ist. Boah, Hit. Kommt noch so ein Headshot. Gute Hits. Nice. Boah, was eine Alter, Runde von Benny. 4 HP. Er hat ja, glaube ich, in der Katze sogar die Ave weggeballert, wa? Ja, ja, ja. Wenn das Tess war, oder? 4 Frags war. Und Pascha war nicht die Ave, aber. Da liegt auf jeden Fall eine Ave, doch? Ja, ich glaube, er hat die Ave weggeballert. Boah. Krasser Schuss. Ja, das kann er natürlich nochmal pushen, so eine Runde. Ja, aber halt nicht... Weiß nicht, sie wurden halt eigentlich schon outplayed dann am Spot. Krasser Schuss von Lord, der dann die Runde quasi geöffnet hat, der dann am Spot wusste nicht mal, wohin ziehen sollte. Ja. Hat wahrscheinlich nach rechts geguckt, in dem Moment... Aber ich weiß auch nicht, ob es so richtig ist, B zu decken, wenn man einen Spieler verloren hat. Da wo Asmo stand, der konnte ja null helfen. Ja. So, pushen wieder Katze, wieder First Track gefangen.
Ja, aber Was den wohl haben sie bei diesmal B gefangen. Z? Ja, gut, Ja. stimmt. Sonst immer im A. Alot hat doch 12 HP, Fackel hat doch echt ein bisschen Pech. Die sie aber wieder gut Katze unten. Man wurde gesehen, hat sich nochmal nachgesmoked. Oh Mann, das ist das schon links. Den hat er gerade Ja, er nicht weiß das, aber gesehen. doch, er hat ihn gesehen. Hat schon Okay. auf ihn geschossen. Okay. Läuft er nur in den Tod, also lieber weggehen. Boah, Ja. manches. Aber es ist halt nur Lot allein. Die Bombe ist noch unten. Wenn Lot den Frag macht, dann sieht es Aber wahrscheinlich gar ging nicht so eben schlecht irgendwie auch aus. auf und jetzt hat Jetzt. Kirby ausgeschlossen. Jetzt muss was gegengeworfen werden und Kirby muss sich beeilen. Ja, Mann, das spielt Kirby gut. Oh, nice. Richtig, So, sehr und jetzt schön, gegen Mann. Katze stehen. Wo sind die Gegenflashes? Simon verreckt da einfach. Warum flasht er nicht mal gegen? Das ist noch genau das Katze, der Go kommt. Aber diese muss eigentlich noch einmal Alter, machen. im Reload. Boah, wie lange sie dabei beide gebraucht haben. Und wieder wird die Runde unnötig knapp. Sie hatten nicht mal wirklich viel Zeit mehr. Boah, Aber wichtig Kirby wird das. schon auf den Spot geschickt. Schön, und man, das kann Perfekt. abzählen. Sehr schön, Mann. Boah, schöne Runde Schöner Retake gespielt. wieder. Auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, warum flasht Simon nicht Katze gegen? Er hatte auf jeden Fall noch zwei Flashes in der Smoke. Er kann da locker den Go aufhalten. ESC hatte vielleicht noch 30 Sekunden, wenn überhaupt. Ah, ich habe nicht gesehen, ob er was hatte. Er hat auf jeden Fall Aber was. Kirby konnte eigentlich sehr sicher ansagen, dass B frei war und dass sie A kommt. Genau. Deswegen war manches auch schon da. Hätten sie alles gegenfeuern müssen. Genau. Hast du ja auch instant gesagt, jetzt muss was gegengeflasht werden und es kam einfach nichts. Aber gut, Runde gewonnen. Ja, wieder Jetzt mit wieder einem die schönen Retake, Doppelhabe. aber. Ja, auf jeden Fall. Wieder Mantis maßgeblich daran beteiligt. Ja, aber die Runde geht irgendwie auf Kirbys Kappe, würde ich sagen. Ja, das auch. Also wirklich Reflex lassen auch zu wünschen übrig. Moment, ist wieder unten durch. Eos ist jetzt schon mit hoch. Dizzy war super blind. Simon konnte auch keinen mehr ziehen. Neo hat aber auch gut die Runde geöffnet, hat direkt oben links Headshot gegeben. Und Faculty hat nicht viel Geld. Ne, bekommt jetzt auch nur 1-4. Was ich aber irgendwie nie verstehen kann, ist, warum vor allem Dizzy sich immer eine Colt ohne Weste holt. Er sollte sich doch bitte lieber eine Farmers und eine kleine Weste holen. Das macht halt 100-mal mehr Sinn. Ich meine, da kommt er aufs selbe raus und hat seine Flash vielleicht auch noch, wenn er wenig Geld hat. Ahnung, kleine Weste ist ja jetzt nicht schlimmer als CT. Nein. Aber ich sag mal, mit einer AK, du bist halt bei 3 Hits down. Wenn du dir in den Körper schießt, bist du direkt tot. Tja, noch eine Eco. Ja, jetzt einfach Benny legt paar Pistols und muss halt dann was machen. Oder legt keine Pistols. Okay, ist vielleicht auch besser, er kann nächste Runde, ja, wenn er seine AWE durchbringt, könnte er 2 legen. Wird schwierig mit 2 Waffen. Direkt an. Oh, Neo wird überrannt. Boah, sehr schön. Boah, krass. Lol. Krass von Neo. Wie sie da austänzelt. Oh, zwei Waffen haben sie, Bomber schon Sind im sie A. jetzt im Schön reagiert. Underground durch? Oh, ja, stimmt. Man, da hätte A gehen Nice. müssen. Aber Runde sieht gut aus. Vor allem Ah, die ESC Smoke hätte liegt. über den Underground B gehen müssen, wenn das geht. Oder geht das hier gar Doch, nicht im das Spiel? geht. Also, ja. Also auf der Map. Es dauert aber extrem lange, ne? Ich weiß, aber es wäre trotzdem voll aufgegangen. Beide waren ja angesagt. Mann, das hat sogar noch das Kit. Jetzt müsste wieder Das ist der das gute wichtigste Retake Duell. kommen. Also sie Man muss das. wird holen. Oh! Und den anderen macht er leider nicht. Sieht man das durch? Oh, die Bombe liegt sehr offensiv. Oh, er macht Boah, den. schön, ey. Nice, er hat das Kit. Du Ah, kannst auch ja mal. schlecht gespielt von Kuma. Kannst ja mal in den Achso, Underground ja, ich gehen. kann ja mal da durchfliegen, ne? Du kommst nämlich nicht direkt auf B rauf, so wie in der 1.6-Version, sondern da unten am Z Durchfliegen, quasi. Alter. Ach. Ja, hier geht's diese Treppen hoch. Achso, ja, oh ja, okay, das ist ja total useless.
An sich Ja, so halb. stimmt schon, es ist nicht so toll. Meistens sieht man dann auch überhaupt keinen da unten. Es ist halt als CT ganz witzig, wenn du könntest halt auf A da reingehen und dann von hinten kommen. Vor allem, wenn die Ts langsam aufbauen, rechnen sie wahrscheinlich nicht damit, dass da einer hochkommt. Also aus CT-Sicht finde ich es sogar noch interessanter als Terror. Ja, stimmt, Mann. Ist echt eine gute Idee. Ja gut, dann war meine Ansage eben fail, dass sie da hätten durchlaufen sollen. Aber schon okay, dass sie auf A gegangen sind. Das war einfach meine mangelnde Map-Kenntnisse. Ja, ist ja nicht schlimm. War jetzt mal eine Variation von SC über Mitte. Da geht die Oh, kassieren aber auch wieder. Ist Spaß auch nicht so wieder. man ist. Und wieder kommt es auf die anderen, die B-Spieler an. Ja, A wirklich die Schwachstelle. Muss man leider so sagen. Ist wahrscheinlich auch viel schwerer zu halten, aber trotzdem Sehr stark. sollte jetzt einfach nur safen gehen. Wenn man das noch schafft. Ich Boah, weiß der nicht, aber Ding. die Map erscheint mir doch sehr terrorlastig. Naja, eigentlich nicht, ne? Nicht? Na, Quatsch. Guck mal, also gute Teams, die pushen einfach Z direkt runter. Dann hast du dort halt, kannst du dort allein decken. Oder wenn du. Du kannst einfach so viel Druck eigentlich machen am Z, am Anfang. Und die Mitte runter. Du kannst die Ts so extrem zurückdrängen. Ja, wo wollen die Tests dann noch großartig hin? Wenn du dann die Karte gut hältst, dann hast du sie quasi in der Mangel. Nicht. Passwort kannst du halt von drei Wegen angreifen, ist schon tricky so. Auf Tuscan war es auch immer ziemlich T-lastig, wenn Ja, man aber gut dieses Loch ist gespielt halt ein Witz. Du kannst da so schwer raus, dann mit diesem begrenzten hat. Aber du Movement noch. vergisst nicht, dass du in dem Spiel ganz gut von der Leiter schießen kannst, ne? Ja, aber nicht mit der K. Das geht nicht gut. Aber glaub mir, wenn du mal da an der Leiter gemoved hast, du kommst da irgendwie super ekelhaft hoch. Das ist echt schlecht. Ist auch das, was ich an Mill nicht mag. Dieses Loch da. Da ist eine Tür schon wirklich. Also von der Anordnung her finde ich schon Tuscan wesentlich besser. Ja, dafür, dass es Faculty's Map ist. Faculty's Seitenwahl. Zu wenig Runden. Kann natürlich auch sein, dass sie das Schwächere anfangen wollen, ne? Na, glaube ich nicht. Also für mich ist es immer noch eine CT-Map. Ja, ich hab Leider. nicht so die Ahnung. Ich habe da keine Matches auf der Map gesehen und sowas. Deswegen. Würde ja gerne noch eine dritte Map sehen. Ja, ganz cool eigentlich. Kassieren wieder eine First für Katze. Ja, Faculty kassiert echt krass von SC, gibt aber auch. Ja. Ja, guck mal, First Track am A kassiert. Stehen immer noch Super Def am B. Vor allem jetzt hat Asmo eigentlich B alleine, aber sie können sich halt nicht sicher sein, ob da schon eine durch ist. Sie ist auch wieder allein in der Wobei Katze. Asmo Wenn ist er jetzt wirklich nicht alleine. langsam da hochgeht, dann. Das meine ich, was gerade Dizzy passiert ist. Er hätte einfach einen Frag gehabt, hätte er einen Kevlar gehabt. Und auch mit der Pharma-Set hätte er den Hat Frag er gehabt. keins gerade? Nein, natürlich nicht. Dein Bild geht hoch, dein Recoil geht hoch, und Ja. geht es nicht. Einfach, ne? Oh, Asmo 103 wird schon gehört. Oh, Pascha, schöne Säule. Die Säule ausgenutzt. Ach, 11-4. Bisschen enttäuschend. Aber mal sehen. Vielleicht können sie auch eine genauso gute Terrorseite hinlegen. Glaubst du, dass sie jetzt endgültig, also jetzt nach dem Event hier, endgültig dann wechseln werden? Ich weiß nicht, die spielen ja dann noch die EPS zu Ende, ne? Ja, aber die sind erst in Also, 3 Wochen oder so. ich meine, das am Mittwoch sogar. EPS Playoff Ach, und stimmt, die müssen Finals ja ist noch. dann, Ja, ich bin genau, jetzt von Finals Finals könnte 3 Wochen ausgegangen. sein. Genau. Aber und stimmt, hast recht, ja, ja. Viertelfinale keine ist nächste Ahnung. Woche. Ja, gut, so kurzfristig wird man wirklich nicht wechseln, aber. Also, ob sie wechseln, weiß ich nicht. Ne? Man hört ja immer, sie wollen nicht wechseln und so, aber. Naja. Ich meine, sie müssen sich halt irgendwie entscheiden, ob sie die Freundschaft wollen oder den Erfolg. Keine Ahnung, ob der Erfolg nochmal kommt, wenn ein Team mental halt so gecrashed ist. Wäre ja dann das fünfte Event, was jetzt fehlt. Echt schon Also, so das. viel? Ja, klar, du musst die Dreamhack ist gefehlt. Ja. Dann Wien.
Ja. dann Kopenhagen Games, dann EMS. Ja, EMS hast und recht. jetzt das hier. Krass, nicht 5 Events. Stimmt. Boah, das Und ist das echt kann man auch heftig. auf keinen Fall irgendwie als gut werden. Sie haben ja nur gegen diese Übersnacks hier gewonnen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich alles etwas schade, aber. Selbst gegen die Übersnacks haben sie Probleme teilweise. Aber die Piste sieht gut aus. Ja. Die gewinnen sie auf jeden Fall. Oh Mann, das hat die Bombe, braucht Support. Supporter kommt. Nice. Aber ich wette mit dir, dass ESC aggressiver spielt. Wahrscheinlich als CT. Amantis ist schon fire, er macht wieder 4. Und als CT krass gewesen. Wollen wir mal sehen. Hoffen wir mal, dass ich recht habe, dass es Terror-Map sein könnte. Ich meine, klar, wenn sie ein bisschen was sich überlegt haben, wenn sie einen soliden Standardaufbau haben, dann kann das was werden. Ja, also keine Ahnung, die werden auf jeden Fall eine Menge haben. Die trainieren ja sehr viel. Ja, klar, die Sachen, die sie unter der Saison schon hatten. Jetzt einfach 2 5er-Runden. Neo aber auch noch hingemacht. In der Mitte. Neo wird aber, denke ich, safen gehen. Ja, geht er schon. Pascha hat keine. Hat keine Waffe. Geht zu Neo hin. Weil sie 300 speichern muss. Dieses zum Safen ist der Gang natürlich auch perfekt. Ja. Guck mal die Pose an, die er gewählt hat. Neo. Ich weiß nicht, was Pascha sich jetzt denkt. Ich meine, Ja, er will er keine spart 300 selbst herstellen. 300, schenkt dem Gegner keine 300. Ja, aber, also wenn du dann aber noch einen Kill machst, ziehst du dem Gegner mal eben 2.500 ab, wa? Natürlich, selbst wenn er danach stirbt, halte ich dann ein bisschen Ja. für sinnvoller. Ich weiß jetzt nicht, wie viel HP die anderen noch hatten. Die Mantis Factory-Spieler. hatte 20. Ah, okay. Also da wäre es durchaus gut gewesen, auf Exit Frag zu gehen. Aber was ich mir vorstellen könnte, dass er zu Neo geht, falls Neo noch stirbt, dass er die Waffe picken kann. So, Neo spielt die Waffe am B-Spot. Deckt er jetzt allein. Sehr schön, dass sie dann Smoke haben. Doch Siehst eben da du, aufgegangen. jetzt kann Ja. Neo halt allein B decken. Klar könnten sie über Abgang, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Vor allem, du Dann siehst sitzt doch, er viel im ESC A-Stacken. kauft ordentlich Granaten in Eco Ja. Runs. Das hat Faculty gar nicht gemacht. Da haben 3 Spieler eine Flash gerade gehabt, 2 Spieler eine Smoke. Neo sogar Die mit Runde sieht sehr Armada gut für aus. ESC aus. Alle an der Katze. Also halt, Boah, die werden richtig ja. weggeflasht. Wir spielen die Granaten natürlich rein. So, bei der 100. Oh, schöner Boost noch von der. Oh. Die beiden. Aber sie wissen, wo alle sind. Oh, DC 101. Du weißt doch, wo der Gegner ist, theoretisch, oder? Ja. Boah, krasser AE. Sie scheint ein bisschen aufgeregt. Ja, todesaufgeregt irgendwie. Boah, Er hat es gut fällt auf einen. gespielt, er hat es echt gut gespielt. Boah, ist schön. Hat Das die war sie aber nicht krass schlecht. gespielt. Ja, das war gut. Einfach auch mit dem Gedanken dran, dass Kuben ihn nicht hören wird im LAN. Davon ist er jetzt ausgegangen, aber trotzdem hat er gut gespielt. Aber boah, die Runde hat der Match gemacht, Alter. Das Match ist gelaufen, wenn sie die Runde hier verlieren. Ja, krass, jemand echt null Geld. Ja. Deswegen meine ich, es ist so wichtig, in der Eco noch Frags zu ziehen. Ja. Damit, wenn du die erste Waffenrunde holst, sie nicht nochmal kaufen. Deswegen meine ich eben das mit Pascha. Dass er eben da auf Exit Frag hätte gehen müssen. Boah, ich sehe direkt Katze auf, aber immerhin Refrig. Oh, schön weggedreht Gerade von Kirby, Alter. gar nicht gedeckt. Der zweite Boah, fehlt direkt halt auch. vorbei. Simon wollte gerade nach, dann ist Und Kirby schon Asmo. gestorben. Oh, bitte nicht zu schnell und lass Asmo machen. Asmo war zu langsam.
Wie steht Neo hinten im Eck? Aber ist gar Akum ist nicht da schon so von hinten. schlecht. So, jetzt Pose von Löwekan. Oh Mann, das ist jetzt leider den Frack nicht. Simon, wenn er wenigstens noch legen könnte. Aber wichtig, der Plant, ja. Komm schon, ne? Hey, 6 HP. Ja, keine Chance. Hätte schon eine Weltklasse-Runde machen müssen. Trotzdem werden sie nicht kaufen können. Gut, aber sie müssen nur eine Eco machen. Das ist schon ein Vorteil, ich meine. Ja. Kann halt auch sein, dass Dizzy jetzt einfach eine Waffe kauft. Würde es sogar machen. Halt, Dizzy soll als einziger. Macht er auch, oder? Ja, er hat einen. Den. Ja. Hat eine AK. Vielleicht hätte er sich übrigens auch noch kaufen können. Oh, ein paar darf jeder mal mit der AK. Und den verschießt Pascha. Schon gute Hits bekommen. Aber sind trotzdem schon Katze offensiv. Der setzt auch die Frags. Easy. Aber Asmo macht nochmal. Oh, schade, Alter. Wird. Holt Asmo, den holt er die Runde, ne? Die Bombe lag bei ihm. Hat sich die Waffe ein bisschen ausgezahlt. Ja, auf jeden Fall. So, wichtige Runde. Entscheidet jetzt wohl hier über Sieg oder Niederlage. Aber auch ganz wichtig, wirklich, die drei Frags, wenn du mal auf das Geld von ESC guckst. Mhm. Die werden auf jeden Fall eine Eco machen. Ja. Oh Mann, das hätte Pascha beinahe gehabt. Hat er ihn? Ja. Boah, schön. Oh. Bei der Katze aber einer noch auf Spot. Weil ich stehe noch bei B, wow. Nur einer am Spot. Ja. Mann, das supportet nicht wirklich. Weit weg. Und sie haben Probleme, den Spot einzunehmen. Boah, der muss fallen. Der fällt nicht. Solche wichtigen die Runde verspielen sie halt einfach, wieder. Die müssen dann einfach fallen. Die HE von Dizzy ist useless. Kuben hat 1 HP und er wirft die HE in den Himmel. Ist halt. Die sogar holen. Ist halt so low. Kuben macht's tricky. Ist er da und jetzt können sie ihn gleich in die Zange nehmen. Dachte. Oh, er schleicht nicht rein, oder? Krass, das war unnötig. Komm schon, Dizzy. Nicht gut kommuniziert. 16 Schuss. Oh. Nice, Alter. Sauberes 1-3. Uiuiui. Aber boah. Kuma hat 1 HP und er wirft einfach die HE so in den Himmel, anstatt sie einfach da. Also, wir haben das immer Guli genannt. Hat das heißt hier wahrscheinlich auch so. Kuben hat sie geworfen, ich dachte. Nein, Dizzy. Ach so. Hab ich mich falsch formuliert. Nee, Kuben hatte 1 HP und Dizzy hat die HE einfach in den Himmel geworfen. Ah, okay. Statt auf Kuben. Dann hat er die Runde geholt, aber wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Guck mal, sie haben echt Eco direkt. Ja, das klar. Das heißt, die Runde vorhin extrem aus. Auch gute Anti-Eco von Faculty. Boah. Stark von Asmo. So, auf geht's. So, ESC wenig Geld. Kann sein, dass sie noch eine machen, glaube ich aber nicht. Mal schauen. Nein, sie machen nicht noch eine. Kaufen. Und jetzt und zwei Farmers haben. Und guck, jetzt siehst du, was ESC auch einfach besser macht. Sie haben zwei Spieler mit Farmers und Weste. Ja. Anstatt eine Colt und keine Weste gegen eine AK. Ich bin Katze direkt wieder auf Timing. Siehst du, Neo macht komplett alleine den B. Das hat man bei Faculty vorhin auch nicht gesehen. Waren da immer zu zweit. Kann jetzt somit auch zu viert am A stehen. Kann jetzt die Mitte auch gerade runter. Wenn ihr einen Headshot bekommen. Muss jetzt weg, kommt sehr schön weg. Boah. Wichtig, dass da in der Mitte. Komm schon, Mantis, Alter. Katze, der Go. Boah, guck die HP an. 7 für HP, 4 HP. Ja, aber der 7 HP ist bei B. Boah, der stirbt jetzt auch. Oh,
Letzte Zugriffskatze. Ey. Komm schon, Simon. Schön, Simon. Schön. Atun, tu. Bin ich HP, aber. Na, wissen wir jetzt, wo einer ist? 40 Sekunden nur noch. Wäre eigentlich gut, wenn die Rechte noch geht. Das ist auch gut, Mitte oh, hochzuschleichen. Boah, das ist. Ah, läuft die Nachtarmtech aus. Aber Kuben, ja, jetzt beide. Glaube ich. Schlecht. Oh, ein super Timing. Ah, so unlucky. Bitte, bitte, bitte. Ja, und jetzt kriegt Faculty halt wenig Geld, aber es reicht noch. Dadurch, dass sie eine gute Anti-Eco gespielt haben. Eieiei. Blöd, dass sie die Runde so verlieren. Für den First Track und alles. Oh, Katze wieder der Block. Aber ist der ist doppelt geflasht, oder? Ne, mach den. Also, sie. Weiß nicht, das ist jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal, wo sie Katze so schnell reingehen. Ach, man wäre ja okay, wenn sie zusammengehen, aber. Aber ESC blockt das immer auch direkt offensiv. Werfen da Smokes rein, irgendwie eine noch eine Nade, irgendwie eine Flash oder sowas. Und dann gehen sie davor. Das haben sie jetzt schon so oft gemacht. Schön von Asmo. Runde wieder total offen durch den Track. Oh, nice. Oh, sauber von Asmo. Aber sehr low AP. Und jetzt Katze der Go. Oh, Tess macht beide. Krass. Gott. Perfekte Entscheidung aber auch von ihm. Trotzdem, da hätten sie schon längst weg sein müssen. Lass mal wieder auch down. Keine Chance. Draw für die Polen. Oh, und jetzt kein Geld wahrscheinlich, oder? Ja, das ist echt blöd, viel. Mann. Die Runde und die Runde davor. So knappe Runden einfach. Pascha macht die beiden. Leute. Ja. Jetzt haben wir noch ein Frackfest für die SC-Spieler. Zack, fällt die sie. Ist leider vorbei jetzt. Schade, Mann. Schöne Map eigentlich. Aber haben eigentlich nicht schlecht gespielt, ja. Halt. Aber ESC einfach so viel abgeklärter und viel ruhiger einfach in den Auf Runden. Auf jeden Fall. Ich meine, okay, wir haben natürlich auch eine Map mit 16-3 im Rücken. Hm. Dann ist es vielleicht auch einfacher. Also D2 war nix, war wenigstens halbwegs ansehnlich. Trotzdem, Faculty leider raus. Beenden das Turnier mit Platz 5 bis 6, oder? 5, 6, 7, ja, 5 bis 6. Haben, glaube ich, auch noch ein bisschen Preisgeld jetzt. Ein bisschen mehr natürlich. Schade, deutsche Teilnehmer raus. ESC eine Runde weiter. Und ich weiß gar nicht.